Hi Leute, herzlich willkommen bei MGA. Heute wieder mit einem Waffenreview und zwar sogar einem etwas ausführlicheren Spezial. Am Mikrofon für euch, wie so oft, der Hahn. Hinter der Kamera das Bild ins rechte Licht drückt die Major Schinkenfee. Und wir beginnen wie immer mit ein paar harten Fakten. Bei uns geht es heute um die Pistole Colt M1911. Und bevor die so vor uns liegen kann, ist doch einiges an geschichtlicher Historie vergangen. Begonnen hat das Ganze 1895 mit den ersten Versionen und Varianten vom Browning-Verschluss, erfunden von John Moses Browning, der damals schon für Colt arbeitete. Die erste Pistole, die als Vorläufer für die heute bekannte 1911 gelten kann, die aber auch kommerziell keinen Erfolg hatte. Erst 1905, als Browning davon erfuhr, dass die US Army eine weitere oder beziehungsweise eine neue Ordnanzwaffe im Kaliber 45 ausschreiben wollte, entwickelte er die Version 1905, ebenfalls unter der Modellbezeichnung Modell 1905 geführt. Als die Ausschreibung 1906 tatsächlich umgesetzt wurde und verschiedene Waffen getestet wurden, setzte sich am Ende die von Browning entwickelte Pistole durch und wurde in den folgenden Jahren zwischen 1906 und 1910 mit diversen Veränderungen, wie wir sie heute kennen, verbessert und verändert, bis sie schließlich im März 1911 als offizielle Ordnanzwaffe bei der US Army eingeführt wurde. Seitenwaffe bei der US Army blieb sie bis 1985 und eigentlich auch fast immer in der gleichen Variante. Eine einzige größere Modernisierungswelle erfuhr die Waffe 1923 unter der dann genutzten Modellbezeichnung Colt 1911 A1. Im Prinzip sind die ursprünglichen Colt-Modelle alle halbautomatische Rückstoßlader mit dem sogenannten Browning-Verschluss und auch alle im Kaliber 45 gehalten. Heute existieren natürlich wieder diverseste Varianten in verschiedensten Kalibern und Modellen. Die bekanntesten Varianten über die Zeit waren die Colt First National Match aus dem Jahre 1933, die Colt Commander aus dem Jahre 1949, die Colt Mark IV 70 Series, wie wir sie hier sehen können, aus dem Jahre 1970, wie der Name schon sagt, und das 1985er Colt Government Modell. Heute wird die Colt-Pistole von allen möglichen Herstellern fabriziert, unter anderem von Colt natürlich selbst immer noch, aber auch von Kimber, Remington, STI und Dan Wesson. Aber auch einige kleinere Firmen bedienen sich inzwischen der Modellreihe, wie etwa Glock, Smith & Wesson oder Peter Stahl. Insgesamt ist die Waffe heute natürlich noch ungebrochen beliebt und auch ungebrochen bekannt, was dann auch auf die Robustheit und Funktionsweise der Waffe zurückzuführen ist. 2011 wurde sie sogar als offizielles Staatssymbol des US-Bundesstaates Utah eingeführt. Kommen wir nun aber zu den Airsoft-Varianten. Wir haben heute für euch hier vier unterschiedliche Pistolen der 1911er-Reihe hingelegt. Begonnen haben wir hier unten mit einer Plastik-Springer-Pistole, die zu einem Darstellungszweck mal in goldener Farbe lackiert wurde. Die Originalfarbe erkennt ihr hier noch am Magazin, ein einfaches Schwarz, leicht glänzend.